Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider The Forgotten Treasure in dem Level Out of Tune. Meine Übersetzung dazu war aus dem Takt, beziehungsweise hat der Pons-Übersetzer, das ist ein sehr guter Google-Übersetzer, beziehungsweise ein guter Online-Übersetzer, sag ich's mal so, weil der ist besser als der Google-Übersetzer. So wollte ich das sagen. Den kann ich empfehlen, für alle, die so schlecht in Fremdsprachen sind wie ich, die darauf angewiesen sind. So ein Text- und Webseitenübersetzer. Wurde mir auch empfohlen von der Shan Valois, die mittlerweile einen anderen Namen hat, den ich aber jetzt leider gerade vergessen habe. Sorry. Aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Weil da an diese neuen Namen muss ich mich immer erstmal gewöhnen, wenn ihr euch immer alle umbenennt. Das ist gemein. Aber vielleicht komme ich auch noch drauf. Das war ein ganz normaler Name. Naja. Nicht so wichtig in diesem Fall. Wir haben jetzt das dritte Zahnrad von vier gefunden und setzen die dann drüben ein. Müssen aber noch das vierte finden. Also eine Tür haben wir noch, die wir öffnen müssen. Und wir haben noch das große Secret-Tor geöffnet. Das steht auch noch aus. Will auch noch von uns geöffnet werden. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Da. Ja, jetzt gehen wir jetzt mal hier rein bei die Secrets. Das haben wir uns jetzt erstmal verdient. Das dürfen wir uns jetzt erstmal gönnen hier. Ich bin echt mal gespannt, ob man jetzt hier wirklich alle beide findet. Und das ist doch das, was wir durch die Scheibe schon gesehen haben, ne? Oder öffnet uns das den Weg zum zweiten Secret dann oder so? Das war noch keins. Och. Das war kein echtes Secret. Doch. Es hat nur kein Secret-Geräusch gegeben. Ah, okay. Ich dachte, das heißt einfach nur, das sind so ein paar Secrets. Also so ein paar Goodies sozusagen, die da liegen. Aber nein, es hat ohne Bling-Geräusch uns die zwei Secrets in der Wertung gezählt. Ich bin glücklich, Leute. Das war super. Und die Munition, die können wir sowas von gebrauchen in diesem Spiel. Das ist definitiv schon mal klar. So, jetzt haben wir dieses typische Spielchen, was man von Tomb Raider 1 kennt. Man kann ein Schriftzeichen nicht lesen. Also haben wir 2 und 5. Oder 1, 2 und 5. Die wir ziehen müssen. 2 und 5 oder 1, 2 und 5. Gut, merken wir uns. Das letzte Mal, nee, das zweitletzte Mal müssen wir da hoch. Weil sobald wir aus der letzten Tür kommen, mit dem vierten Zahnrad, müssen wir dann nochmal dahin. Da kommen wir aber dann hier oben wahrscheinlich aus der Tür raus, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann haben wir den direkten Weg zu den Zahnrädern. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir gesagt, 2 und 5 sind klar. Machen wir erstmal die 5. Weil wir direkt davor stehen. Müssen 3 und 4 auf jeden Fall rückgängig machen. Und dann können wir es eigentlich erstmal so lassen. So, und mal gucken, was dann die Tür sagt. Die ist noch zu. Das heißt, wir müssen den ersten Hebel auch noch ziehen. Der gilt dann sozusagen als Omega. Also 1, 2 und 5. Machen wir dir noch mit. Der letzte Hebel bei diesem Rätsel in dem Spiel. Wunderbar. Jetzt langsam lichtet sich das ja alles so ein bisschen. Finde ich immer ganz schön. Tür ist offen, das heißt, wir haben es richtig gemacht. Yay! Können feiern. Und sehr froh darüber sein. So, dafür springen wir jetzt hier rum und da rein, in die letzte Tür von vieren. Beenden diesmal nicht die Folge, weil wir sie gerade erst angefangen haben. Da machen wir jetzt hier direkt weiter. Uff. Das ist ja mal wieder sowas von nett. Ja, wie? Da geht das einfach zu. Man weiß nicht, wo man hin soll. Gemein. Oh Gott, geht das schnell, ey. Wie macht man das denn jetzt am besten? So, das ist schlau. Das noch eine. Oh Gott, die geht ja gleich weiter. Boah, ist das fies, ey. Achso, wir müssen erst die abwarten.
Ich habe aber eine Idee, wie wir das machen. Erstmal so. Dann so. Und wieder zurück. Nur mit einer Seitwärtsrolle, die sich ein bisschen besser positioniert. So. Passt das? Jawohl, wir haben es geschafft. Gut. Wir müssen auch nicht mehr hinter irgendwelchen Kugeln gucken, ob da irgendwelche Secrets versteckt sind, weil wir haben schon alle. Ich bin so froh, dass wir die Secrets haben in diesem Level. Ich finde, wir haben uns generell eigentlich jetzt nicht so schlecht geschlagen. Ich bin dann mal wieder gespannt auf die Bewertung von Christopher am Ende des Spiels. Da kriege ich immer privat eine Bewertung zugeschickt, wie ich mich so geschlagen habe. Kriege ich dann A-Rang oder B-Rang, C-Rang, was auch immer. Und ich hoffe, dass es jetzt kein D- oder E-Rang wird oder was auch immer das Schlechteste ist, weil das echt schade wäre. Weil wir ja wirklich viele Secrets gefunden haben. Und ich bis jetzt die Rätsel hier alle irgendwie lösen konnte, ohne nachzugucken. Das ist ja auch nicht so schlecht, oder? Das kann man doch mal nochmal lobend hervorheben. So wollte ich sagen. Ich verlässt doch schon wieder langsam die Stimme hier. Liegt bestimmt alles an der Impfung. Wenn ich wieder mal gefragt werde, Nebenwirkungen und so, da sage ich, ja, hat keine Stimme mehr. Und so. Naja. So. Das war wieder zu früh. Wir müssen auf den Block drauf kommen. Und ich kriege gerade Kopfschmerzen. Oh Gott, hoffentlich gehen jetzt nicht wirklich die Nebenwirkungen los, denn ich habe sie heraufbeschworen. Ich hoffe es ja nicht. Naja, schauen wir mal. Bis jetzt geht's noch klar. Und ich finde es so geil, dieses Level, und so spannend und ideenreich, dass ich überhaupt keine Lust habe, das jetzt hier irgendwie abzubrechen und aufzuhören zu spielen, weil es so innovativ ist und so interessant ist. Und verbrannt. Erinnert mich gerade an die Schulzeit im Sportunterricht, wenn man Brennball gespielt hat und dann der Ball in diese Kiste reingedoppt wurde und man gerade noch unterwegs war, ohne auf einer Matte zu sein. Und dann ging es verbrannt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Wir haben das immer in der Schule gespielt. Brennball. So, auch das hat geklappt. Jetzt sind wir wieder in einem schönen Räumchen. Da kann man anscheinend rüber. Da ist der Tod. Wollen wir nicht hin. Tod mögen wir nicht. Tod ist doof. Tod kann uns mal. Deswegen zeigen wir ihm die kalte Schulter. Und gehen weiter. Jetzt haben wir wieder so einen tollen Rampengeschirr hier. Ah. Fast geschafft. Da müssen wir dann gucken, dass wir in diese Öffnung reinkommen. Oder direkt auf die gegenüberliegende Seite. Das weiß ich noch nicht. Aber das müsste auch so gehen. Beziehungsweise können wir es eigentlich gleich so machen. Dann sind wir nämlich hier. So. Wer weiß, ob man von da hinten auch wieder hier hingekommen wäre. Guck nochmal kurz, liegt da was? Ist da was? Nein, können wir weiter. Hangeln wir nochmal ein Stückchen. Bis jetzt ist es ja relativ einfach, aber ich will hier nicht den Tag vor dem Abend loben. Weil bis jetzt hat jede Tür auf jeden Fall eine extreme Schwierigkeit gehabt. Entweder die ganz krassen, starken Gegner am Anfang oder das Knobeln jetzt hier vorhin. Fand ich auch nicht ganz ohne. Ui, ein Panther. Die haben wir ewig nicht mehr gesehen, die Kollegen hier. Dafür reichen aber erstmal hier die Magnums. Hat doch wie so ein bisschen Tempel der Katze hier. Dass die Elemente kommen immer wieder zum Vorschein. Von Tomb Raider Unfinished Business. Ich muss es hier in jeder Folge erwähnen. Es ist nur Deko, oder? Es ist wieder so dunkel. Ich sehe da nichts. Aber wir können ja nichts mehr verpassen. Wir haben die Secrets ja. Von daher, aber es ist schon sehr, sehr dunkel hier drin. Kann sein, dass wir jeden Moment hier in den Tod latschen. Oder einen Hebel übersehen oder irgendwas Wichtiges. Ich glaube, da kommt man auch gar nicht hinter. Tonnen? Tonnen machen mich traurig, übrigens. Böse Geschichte. Ich war auf einem Junggesellinnenabschied. Fragt mich nicht, warum.
auf einem Junggesellinnenabschied, aber es war ganz cool. War halt der einzige Hahn im Korb. Also bei meiner besten Freundin, die wollte mich unbedingt dabei haben. Und da haben wir so ein Gruppenfoto gemacht. Also wir haben 1000 Gruppenfotos gemacht, die von der Qualität immer schlechter wurden, weil wir immer mehr getrunken haben. Aber das jetzt mal so am Rande erwähnt. Und da hatte ich so, also ein weißes T-Shirt an, weil wir Thema Weiß hatten. So, also weiße Schuhe, weißes T-Shirt und so weiter. Und ja, da waren wir auf so einem Gruppenbild, hat so ein bisschen meinen Bauch rausgeguckt, weil ich vorher Ostseeurlaub gemacht habe, mich total vollgefressen habe, so einen richtigen, also ein Bäuchelchen bekommen habe, muss ich jetzt schon sagen. Und das hat man so dieses T-Shirt durchschimmern sehen. Und das hat meine beste Freundin bei sich in Status gestellt auf WhatsApp. So, und dann sieht das ein Freund von mir, macht einen Screenshot davon, zoomt mich dran, macht einen Screenshot davon, einen Pfeil drauf auf meinen Bauch und macht da 3 Tonnen hin. Das war voll gemein. Und jetzt bin ich gerade am Abnehmen, obwohl ich es eigentlich gar nicht mal so nötig habe. Und habe jetzt gestern wirklich nur ein Brot gegessen und heute habe ich auch nur ein Brot gegessen und einen Joghurt. Das war alles. Und ich werde auch heute nichts mehr weiter essen. Das lasse ich mir nicht bieten, hier mir Tonnen schicken zu lassen, so nach Motto, wie fett bist du eigentlich? Fand ich gemein. Und jetzt bin ich gerade verwirrt. Warum finden wir hier einen Schlüssel und kein Zahnrad? Okay, ich glaube, wir haben das hier schon geschafft gerade. Weil wir haben nämlich jetzt hier den Ausgang geöffnet. Interessant. Cool, ja, dann haben wir das gepackt. Das war meine... Oder ist das der Ausgang überhaupt, den ich meine? Ja. Dann ist meine Theorie doch nicht ganz richtig, dass wir... Obwohl doch, wir sind ja noch auf der Ebene hier. Alles gut. Müssen wir nicht von unten hochkraxeln. Bis jetzt. Wer weiß, wo wir dann wieder rauskommen. Also ich rede jetzt davon, wenn wir dann die Zahnräder einsetzen, ob wir dann mal alles hochklettern müssen oder ob wir dann hier schon auf der Zwischenebene sind. Was ich sehr gut fände. So, jetzt machen wir hier so ein paar Bananensprünge. Leichte Bananensprünge. Und setz den Schlüssel ein. Da bin ich ja mal gespannt, was dann passiert. Dachte ich, das kommt erst, wenn man alle Zahnräder eingesetzt hat. Aber das ist anscheinend schon vorher der Fall. Diese Tür. Okay. Da drüben haben wir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch hin. Aber das ist nicht die Tür, die wir gerade gesehen haben. Oder waren wir da schon und ich habe die Sachen liegen gelassen? Ich hoffe es nicht. Das wäre schade. Wäre sehr schade um die ganzen guten Sachen. Okay, hier kommt jetzt so eine Säule. Uff! Wir leben noch. Ist jetzt auch eigentlich egal, ob wir runtergefallen sind, weil wir müssen eh hier rüber. Macht das jetzt keinen großen Unterschied, glaube ich. Dass man jetzt von hier unten anfängt. Und dann kommen wir schon in die nächste große Tür. Und dahin, da wird dann wahrscheinlich das Zahnrad stecken. Könnte ich mir vorstellen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was passiert, wenn wir die Zahnräder alle einsetzen. Wahrscheinlich erwachen dann erstmal diese ganzen blauen Statuen und Krieger zum Leben. Womit wir dann wahnsinnig viel Spaß haben werden. Schauen wir mal. Das wird dann auf jeden Fall lustig. Ein großer Kampf. Und wir sind ja übrigens auf der falschen Seite, fällt mir gerade auf. Die Tür ist auf der anderen Seite. Hätten wir auch mal bei den Kronleuchter springen können, aber das ist eigentlich egal. Und jetzt können wir eigentlich direkt hier... Ach, das ist das, was wir gerade durch das Fenster gesehen haben. Genau, wo ich hin wollte. Wo ich dachte, oh Gott, nein, wir haben die Munition liegen gelassen und übersehen. Eventuell. Wäre doof gewesen. Da haben wir wieder eine Katze, die uns anschaut. Da drüben haben wir keine Katze, die uns anschaut. Aber es können ja nicht überall Katzen stehen, die uns anschauen. Das ist ab einem bestimmten Moment auch sogar ein bisschen gruselig. Vor allem, wenn die Augen da noch so leuchten. Wie bei diesen Tomb Raider 3 Lost Artifact-Hunden. Diesen roten, leuchtenden Augen. Die finde ich echt gruselig. Aha. Schade, dass das Lara nicht sagt. In dem Testlevel, was wir dann von dem Matthias spielen. Vielleicht spielen. Also ich hoffe es.
Da sagt Lara aha, weil das nämlich auch so ein Tomb Raider 1 und Tomb Raider 2 Custom Level wieder ist. Glaube ich, dass es Tomb Raider 1 und 2 ist. Oder nur Tomb Raider 2. Weiß es nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall ist er wahnsinniger Tomb Raider 2-Fan wie ich. Also ich finde ja auch Tomb Raider 2 den allerbesten Teil. Er hat mir noch viel über die Geschichte erzählt, was ich nicht wusste. Jetzt finde ich das noch stimmiger, das Ganze. Bin noch größerer Fan von Tomb Raider 2 als erst schon. Genau, und das Custom Level, was er baut und wir wahrscheinlich testen werden, das ist im Tomb Raider 2-Stil größtenteils. Also Gegenden und so, die man aus Tomb Raider 2 kennt. Von der Atmosphäre her. Lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier erstmal einen großen Aufstieg. Bin ich wenigstens in meinem Leben auch mal ein bisschen aufgestiegen. Hier ist nix. Können wir weitergehen. Ach, da kommt hier wieder so ein Delirium. Ich nenne das jetzt einfach so, weil das im letzten Level der Fall war. Oh! Ja, und jetzt? Wir sollen speichern, steht da wieder. Also das ist jetzt richtig Kika-Lounge hier, ne? Gibt's da ein Ende irgendwo? Ja, hier ist das Ende. Ich finde das cool. So voll im Nichts. Naja, gut. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken im Nichts, oder ist das nur ein weißer, leerer Raum? Oh! Das war gerade alles so friedlich und einfach und jetzt plötzlich kommt die Gefahrenmelodie und wir rutschen irgendwo runter. Deswegen steht da auch safe. Dann saven wir halt nochmal. Wer weiß, wie oft wir das jetzt machen müssen. Ich glaube, wir müssen rennen. Oh Gott. Es geht ja immer noch weiter. Wir müssen dann nach rechts ausweichen, oder? Okay, gut. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen da hoch marschieren. Oder darüber springen. Am besten noch darüber springen. Ich glaube, das ist besser. Ah, da ist das Zahnrad. Ich habe es gesehen. Da müssen wir hin, Leute. Jawohl. Und das ist echt... Boah. Uff. Ah ne, das ist zu niedrig zum Hochziehen. Verstehe, wir müssen doch die Kurve laufen. Aber vielleicht ist es auch einfacher. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier Zeit einen Moment und können hier abbiegen. Ach so, man kann auch hier abbiegen. Gut. Hier ist es gefahrenlos. Okay. Oh, ich sehe, die Folge ist vorbei. Aber wir haben ja jetzt das Zahnrad gefunden. Dann können wir das jetzt aufnehmen und dann in der nächsten Folge einsetzen. Beziehungsweise in der letzten Folge speichern wir vor diesem Zahnrad ab. Und sehen uns dann hier, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider The Forgotten Treasure. Bis dann, ciao.